Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Castorio mit Opa Zott. Moin. So. Weißt du, was das Geile ist? Jetzt fängt das nämlich das Gesuche schon wieder an. Wo habe ich mein Flugzeug geparkt? Hier bei Strommasten, Schienen und so weiter. Ne, das Das ist andere. es nicht. Das ist es. Kann man die irgendwie färben oder so? Nee, nicht danach aber was. Den letzten Benutzer. Ja, noch den letzten Benutzer hat sie. Dann muss man danach gehen. Klappt aber auch nur, wenn du mich nicht mal, wenn du mich das Thema schreibst, mal Flugzeug holen, mal das und das raus. Weil dann bin ich ja in dem Moment dann der letzte Benutzer. Vergessen. Auch immer dieses Speichern. Ja, vielleicht braucht man immer zu lange, ne? Ja. Warte mal. Ach, kann man nicht. Okay, muss ich beim nächsten Spielstart mal dran denken, dass ich meine Speichen da wieder runterdrehe. Beziehungsweise hochdrehe. Also noch häufiger, noch länger, so lange warten. Nee, nee. Viel weniger so lange warten. So, 36 Warenhäuser im Bau. Fließbänder im Bau. Ach so, jetzt muss ich noch auf die Warenhäuser warten. Ach, Kacke. Dafür müssen erstmal 360 Stahlkisten gebaut werden. Wo ich die mittleren Strommasten produziere, Opa, sind jetzt auch große. Okay. Aber halt auch wieder unbeleuchtet. Ohne Lampe.
Nein, Ah, keine Eisenplatten dabei. Kannst du mir mal bei Gelegenheit vielleicht ein paar Eisenplatten vorbeibringen? Ja. Wie viele hältst du denn gerne? Ja, ein paar. Bin unterwegs. Das ist super. Ach, schade, dass man nicht von draußen sieht, was im Frachtflugzeug im Kofferraum ist. So, was haben wir denn für Erze? Ich brauche mal einen Stift. So. Okay, dein Frachtflugzeug ist noch voll. Also, wir haben Eisen, Kupfer, Kupfer, Uran, Kohle. Urankohle. Gold. Sand. Goldsand, ja. Immerit und Marit. Wir werden die Immersit. Und das andere war, die anderen, wo sind denn die da? Minarit. Ja. Noch irgendwas? Stein. Stein. Ja. Was haben wir jetzt? Eisen, Kupfer, Uran, Kohle, Gold, Sand, Immerit, Minerit und Stein. Glaube, das war's. Eventuell noch Öl, wenn du es dir mit dem packen willst. Nee, nee. Das kommt hier nicht hin. Ja, Grundressourcen waren das dann, glaube ich, alle. Holz könntest du noch mit vielleicht? Nein. Wenn man irgendwo Holz abhat, dass man das dann. Nein. Ach, dann war es das. 2, 3, 4, 5. Auch da hast du in beide Richtungen gemacht. Das wusste ich Ja, nicht. raus damit. Da darf nichts anderes rein. Gar nichts. Sonst haust du mir gleich das ganze System hier durcheinander. Ja, aber jetzt hast du nämlich alle Teile und alle Dings hast du schön voll gemacht. Ja, triffst du aber mit F vorbeilaufen wieder Nee, raus. mach das selber. Ja, kann ich auch machen.
das, 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 das. Ich hab dir bei deinem Flugzeug eine Stahlkiste mit den restlichen Eisen hingepackt. Ach du Scheiße, und jetzt geht das los. Ach, und nur so zur Info, in deiner Kiste hier bei dem Holzwarenhaus sind auch noch 1,5K drin. Ja. Ich bin gerade so beim Vorbeifliegen aufgefallen, dass da was drin ist, und habe ich mal eben nachgeschaut, wie viel. Eins, zwei, drei. Vier. Vier. Wir haben neun. Vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Drei, vier. Fünf, sechs. Klong, klong. Klong, klong. So. Acht. Acht, 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 acht. Holla, okay. Jetzt grübeln wir weiter. Wir haben mehr Platz nach unten, das heißt, da kommt der eine noch nach unten ran. 9. Du bekommst keine. Und jetzt brauchte ich dafür noch welche. Gut, jetzt habe ich natürlich 48 Milliarden Sachen noch im Bau. Ist natürlich noch eine ganze Weile dauern, und dann muss ich den ganzen Scheiß hier vernünftig versuchen zu sortieren.
Filter. Eisenerz. Du könntest das mit den anderen Beladern, mit den langen Beladern machen. Die haben doch manchmal eine Filterfunktion. Ja, haben die Schnellmittel da auch. Haben die kleinen auch? Ja. Uran, Kohle, Gold, Gold, Sand. Mehr sieht. Roh immer sieht. Minarit. Und Stein. So, jetzt haben wir natürlich das nächste Problem, weil ich habe hier nämlich noch Tantal drin, Titanium, Rohmineralien, Roherze, da kommt Rohmaterial, hier kommt noch einiges bei rum, Silizium, okay, das ist ein angereichertes Eisen. Okay, Silizium, na gut, das machen wir, das stellen wir alles hier. Lass mal Blaupausen löschen hier. Mal weg. So, jetzt brauche ich Belader. So, ein paar. Und Untergrundgeschichten. Und hier. Und ich brauche jetzt Erze. 100 Stück von jedem Erz, was wir bisher da haben. Wenn du zu mir kommst, könnte ich dir Stein, Eisen, Kupfer und Gold anbieten. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier durch die Gegend. Und Sand. Und wir haben ein Erz vergessen. Welches? Was theoretisch da noch mit hin müsste. Mineral Rich Crown. Ne, das kommt auch nicht mit hin, weil da stehen wir selber her.
Ja, wenn wir die beiden voneinander, also wenn wir nicht die Queries und die Extraktoren direkt ineinander setzen wollen, ist es ja so zu sehen erst. Machen wir aber. So, Kohle. Eisen. Sand. Wollen wir Steine? In meinem Inventar, wo bist du denn? Wo bist du? Beim Goldfeld. Ja, dann komme ich nochmal runter. Scheiße, du wolltest 100 haben, richtig? Ja, mindestens. Warum erzählst du denn erst, dass du 100 hast? Ich hatte vergessen, dass du 100 wolltest. 200, 2 Stacks von jedem brauche ich. Eisen, Kupfer, Uran, gut, Uran haben wir noch nicht, Kohle haben wir, Gold, Sand. 1, 2, 3, 4, 5. Na, wenigstens 6. Bauen wir irgendwo überhaupt Stein ab? Nee, ne? Nee, nur aus den Quarries. Wir haben zwar hier ein Eisenfeld, aber das haben wir so ziemlich komplett mit Fließband überbaut. So, dann gucken wir mal, inwieweit die Sortierung funktioniert. Ich hoffe, der packt jetzt an jedem Ausgang was raus. Sollte er zumindest theoretisch. Ja, außer bei Uran und Immerit und Magnet. Nee, Siri, ach, ich kann mir das andere nicht merken. So, dann machen wir hier rein. Der nimmt mich raus. Kannst du den Feld näher dran setzen? Oder ist da schon die Blockierung? Ist schon blockiert. Okay, das wäre zwar für dich jetzt eine ganze Menge Arbeit, aber probier mal an einer Stelle mal mit einem Landbelader. Ja, hast du einen? Nee, kannst du einen bauen? Ja, toll. Ich kann nämlich gerade auch keinen bauen, das hätte ich dir auch einfach beigebracht. Okay, das ist natürlich. Könnte ich mir bald vorstellen, dass das der einzige Nachteil von den kurzen Beladern ist, weil irgendeinen Nachteil müssen sie haben, sonst bräuchte man ja die langen gar nicht mehr. Zum Testen die jetzt einfach den Satz setzen, einfach auf die andere Seite von dem Balkon einmal kurz, ob er rausnimmt. Dann siehst du es ja schon. Der wird rausnehmen. Weil das ist nämlich von Loader Redux und Loader Redux kann das. Ja, also eigentlich schon. Okay. Bevor du abbrichst, teste es aber trotzdem.
Dein ganzes System müsste ja, also zumindest für den Test, ja trotzdem funktionieren. Du lässt es halt nur nicht über den Teiler reinlaufen Nee, aufs Fließband, sondern direkt. ich muss dann halt mehr Platz lassen. Ja, ich meine jetzt zum Testen, meine ich. Ich muss trotzdem umbauen dann. Ja, klar, umbauen musst du, aber du kannst ja jetzt den Rest, sag ich mal, trotzdem schon mal testen. Du musst es ja nur aus dem Waggon rausholen. Richtig, dazu muss erstmal einer fertig werden. Braucht der so lange? Nimmt aber auch noch nichts. Okay, das ist ein minimales Problem. Vorteil für dich aber, du musst nicht umbauen. Wir müssen es halt jetzt nur mit Stapelgreifarmen machen. Und trotzdem muss ich ihn umbauen, weil der Platz noch nicht reicht. Nehmen doch, ja gut, wird dann vielleicht ein bisschen klappen, wenn du nur zwei Stapelgreifarmen hast, dauert dann natürlich länger mit dem Entladen. Du machst das schon. Minimal schlecht jetzt gerade. Ja. Okay, das ist nicht wirklich akzeptabel. Opa. Was? 13.500 Stunden, bis das Goldfeld abgebaut wäre. Das ist in der Tat ein bisschen Gacker. Du weißt, was das Schlimmste daran ist? Ich wollte gerade schauen, ob ich noch was umbauen könnte, damit es noch effizienter läuft, weil ich ein Fließband halt nicht über Teiler drauflaufen lasse. Aber das macht fast nichts. Das sind zwei, vielleicht drei Fließbänder, die Fließbänder schon Erzfelder, die nicht arbeiten. Zwei, manchmal drei. Der Rest arbeitet trotzdem durch. Na, drei bis vier.
kannst du im Endeffekt nur mit Modul noch ein bisschen was rausholen. Richtig. Autosave, Autosave, Autosave. Neunundvierzig. Fünfzig, 51, 52, 53. Hast du gerade was an Craften? Ja. Jetzt hätte ich gefragt, ob du mal eben mit 159 Speedmodul craften könntest. Das wäre schön. Wenn ich das könnte. Hast du gerade was zu craften? Ja. Achso, jetzt hätte ich gefragt, ob du mal 600 Stapelgreifer mit craften könntest. Hey du, ich habe gerade 57 plus 45 plus Vorprodukte Speedmodule am Craften. Und habe noch 53, wo ich noch für Material holen muss. Ach, verdammt, hier ist ja noch eine Reihe. Oh. Interessant. So, ich baue jetzt in drei Blöcken 57, 45 und nochmal 55. Hast du noch Belader? Ja. Hast du bestimmt noch welche über? Die brauche ich aber auch alle. Kann ich die kurzzeitig mal haben? Nein. Bauen sie die auch wieder neu,
wenn die Module durch sind. Nee, das ist mir zu spät. Das ist mir eindeutig zu spät. Falsche Seite, verdammt. So, wie viel brauche ich denn jetzt noch? 6, 12, 15. 15 Stapelgreifarme. Gut, dann baue mal die 15 Stapelgreifarme. Hast du noch Warenhäuser? Ja, aber die brauche ich auch alle. Wie viel hast du noch in der Craftingleiste? Gar keine mehr. Kannst du mir welche bauen? Achso, ne, Bahnhäuser nicht, aber ich habe jetzt noch 15 Stapelgreifarme und 77 Belader. Also ich in der nehme Bauleiste. So, ja, genau. So wie 231 Knickarme und. Ja, die Vorprodukte halt dafür. Genau. Wann glaubst du, wann ist die, wenn du jetzt nichts mehr dazu packst, durch? Ich denke mal 30 Minuten. So grob geschätzt. Kannst du ein paar Warenhäuser für mich reinhauen? Ich glaube, dann ist schneller fertig als meine. Nee, aber ich kann Material mehr für. Das kann ich dir ja vorbeibringen. Was fehlt dir denn? Stahlplatten. Stahlplatten und Stahlkisten, also alles. Und Stahlkisten werden ja, wenn du Stahl hast, vor dir craftet. Ich bräuchte trotzdem Stahl, weil ich habe noch 600, 700 Stahl und die brauche ich dich eigentlich noch. Mal schauen, wie viele Stahlplatten wir noch haben. Ist es leer? Die Kiste ist auch leer. Zum Glück liegt noch was auf dem Fließband. Na komm schon. Oh
Oh, das macht so Spaß, der Quarkfinale zuzugucken. Deine ist wahrscheinlich wenigstens noch einigermaßen schnell, oder? Weil Was die heißt? Sachen, die du baust, brauchen ja nicht so lange, oder? Es geht. Ich habe Module im Bau, mal so für dich zum Vergleich. Du weißt, wie langsam der Kreis sich bewegt? Wie lange braucht ein Modul? Ein Modul braucht 15 Sekunden. Und ein schneller Belader braucht 20 Sekunden. Ja, tut auch plus Vorprodukte noch immer dann halt. Dito. Ich erwarte dann die Meldung von 5 abgeschlossenen Warenhäusern, Minimum. Mein ganzes Eisen hin. So, ich habe es in eine Bauleiste geschmissen. Ja, aber nicht, dass du für dich verbrauchst. Nö, ich habe ja mir ja genug gebaut. Wofür brauchen wir denn überhaupt Gold? Keine Ahnung. Können Goldplatten draus machen? Goldfolie? Das war's. Brauchen wir da schon irgendwo für? Wahrscheinlich nicht, das hätten wir schon längst gemacht. Fein. Gold. So, Ja, muss ich. gut, wir könnten goldene Textplatten herstellen. Schön. Wofür brauche ich denn? Vor allem goldene Textplatten, das ist auch so überlebenswichtig. Ja, klar. Okay, wir brauchen sie für Forschungslabore, also für diese lila Forschungslabore. Brauchen wir Gold? Okay. Für Fahrzeugbatterie MK2. Für die erweiterte Montagemaschine. Für den Antimaterie-Reaktor-Prototyp. Für Antimaterie-Rakete für Türme. Für Ablenkerkapseln. Für leere Materialstabilisator. Irgendwie ist jetzt das die ganze Geschichte hier irgendwie ein bisschen anders als eben. Ich habe da jetzt mehr Platz zwischen. Ja klar, habe ich ja auch. Brauchst du ja auch. Für Immersit-Batterien, okay. Fortgeschrittenes Chemiewehr. Erweiterte Öfen. Fahrzeug-Antimaterie-Reaktor. Materie-Montagefabrik. Materiefabrik. Also so spontan würde ich mal sagen. Oh, nee, doch nicht so weit weg, dass wir Leute verbrauchen, aber für Wissenschaftspakete für Produktion, die lila Pakete brauchen auch Gold. Echt jetzt? Ja, und zwar Goldplatten.
Oh doch, es reicht. So, Testlauf. Der Satellit braucht auch Gold. So, machst du jetzt hier was? Oh, läuft ja sehr gut hier. Wobei ich habe zwei Sachen gefunden, wofür wir Gold verbrauchen könnten. Die uns jetzt auch helfen würden. Einerseits die Produktion, die Wissenschaftspakete für Produktion und für Filter. Für die Luftfilter. Okay, also der Test läuft schon mal gut. Das heißt, ich habe jetzt wenigstens schon mal. Jetzt weiß ich wenigstens schon mal, wo was rauskommt. Auf der anderen Seite zu den Beladern auch schon verbinden. Ja. Die Fiesbinder sind auch sehr langsam. Aber guck mal, wie schön das hier aufteilt. Ungewollt. Ja. Eigentlich ist es hier schon sortiert. Ja, aber ungewollt eigentlich. Ah, okay. Jetzt haut er dann noch einen dritten. Okay, jetzt ist es nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Da du zu mir immer gesagt hast, ich soll Kurven vermeiden, wäre es nicht bei den am meisten verbrauchtesten Erzen, also Eisen und Kupfer, schlauer, wenn die in der Mitte rauskommen? Nein. Geschwindigkeit und der Kurve nein. Da drin dann? Macht absolut keinen Sinn. Wirst du dann später sehen, warum. Passt schon mal. So, jetzt habe ich noch ein Problem. Alter, ernsthaft. Was ist dein Problem? Einfach nur WTF. Meinst du dieses Eisenfeld hier? Das Ding muss weg. Der wird hier, das war in der Tat gleich voll mit Holz. Sammel Holz, ich sammle immer noch Holz. Komm schon, Nanobots, hört auf, mein Inventar ist gleich voll.
Traumhaft, ey, traumhaft. Das sind 423 Millionen und das Ding muss weg. Das steht im Weg. Das schaffst du nicht, Opa. Ja doch, klar. Irgendwann. Nicht Zeit, ja, aber nicht zeitnah. Muss ich irgendwie ihn schaffen. Ich habe... Oh. Ich habe keine Nanobots mehr. Das wird... Ich kann ja ein paar vorbeibrillen. Erstmal die, die ich im Inventar habe, und dann hole ich mir ein paar neue. Ah, wenn das Eisenfeld im Weg ist, dann das immer Siegfeld da nicht auch im Weg, Opa? Das kann ich noch nicht so ganz genau sagen. Warte mal eben. Doch mal stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Wie sieht's bei dir mit der Fahrstellenleiste aus? 9. 29 Belader noch. Glaubst du, die sind schneller als 25 Module Häuser und 55 Geschwindigkeitsmodule? Definitiv. Okay, dann bleibt es bei der Sache, dass du irgendwo baust. Gut, aber ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschö. Ciao, ciao.